Es ist endlich soweit. Ich fliege gerade die letzten 9 Tiere ein, damit diese sich nun erstmal an die Lebensumstände gewöhnen werden. Und dann beginnen wir endlich das beste Event des gesamten Mesozoikums. Wir sind eigentlich nicht im Mesozoikum, aber das beste Event des Jurassic Park Universums. Das Battle Royale und das letzte Gehege, welches den Gallimimus gehörte, wo die meisten Tiere jetzt allerdings an Altersschwäche weggestorben sind. Spektakulärer Battle Royale. Jede Art ist hier einzeln vertreten. Der Aukasaurus war eine Ausnahme, weil er am Anfang gestorben ist. Aber wir haben wirklich fast jeden einmal. Wir haben sogar einen Chomper, der wieder am Abnippeln ist. Wir haben andere Dinosaurier, die sich total gut mit unserer rechtlichen Lage zurechtfinden. Wir schmeißen noch einmal so die Heilung durch für einige Dinosaurier, die es benötigen, wie den Balauer. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass es jetzt 3 Dinosaurier gibt, die zwar am Abnippeln wären, aber die anderen finden sich eigentlich ziemlich gut zurecht. Mehr würde ich dazu auch nicht sagen. Dann kann man einfach sagen, let the fight begin, sobald sie alle da sind. Und Chomper ist wild. Er sieht so aus, als verziehen sie sich jetzt alle. Wie gesagt, ich jage nochmal die Heilung ganz kurz nochmal durch, dass hier alles in Ordnung ist. Hoppala, das war ein Pause-Menü. Ich wollte zu M. Hier ist nämlich Chomper und der ist gerade geheilt worden. Hier ist ein Alioramus. Und ich würde einfach mal sagen, für die, die jetzt hier leben, stelle ich die Settings, Sandbox Settings, auf Combat Frequency normal. Ich würde sagen, letzte Fight beginnen. Und ich werde natürlich Capture Mode anmachen. Nichts ist besser als Capture Mode, um das zu verfolgen, wie sie sich alle verkloppen werden. So, es fängt schon mal an. Habe ich gedacht. Dadurch, dass ich Ausbrüche ausgemacht habe, müsste es eigentlich jetzt total beginnen. Wo beginnt's jetzt? Eigentlich sind das alles Fleischfresser, die sie nicht leiden können. Von der Ichthyovenator sieht so richtig geil aus. Ich glaube zwar nicht, dass er gewinnen wird, aber einfach mal, um ihn sich anzusehen. Ich glaube, ich schließe mal kurz meinen Controller an. Das Kabel. Oh mein Gott, es ist hier dunkel. Ich kann nicht sehen, weil es so dunkel ist. Ah, hier. Das habe ich gesucht. So, dann schließe ich das hier an. Schließe ich das dort an. Und jetzt kommt ein USB-Geräusch. Einen Moment. Das war's. So, mein Controller hat sich angemacht. Switch Pro Controller nutzt meine Konfiguration. Und so kann ich mich auch jetzt ein bisschen genau fortbewegen, was ich cool finde. Die kämpfen noch nicht, oder? Also Wettbrüllen und so habe ich mir schon mal besser vorgestellt. Warte mal, ich mach mal was anderes. Maximum Power. So, und wer sagt, hier mit Controller können wir doch nicht spielen? Jetzt seht ihr es. Man kann's. So, Maximum Kampfpower. Ah, sie fighten schon. Hier.
Und das auch noch Artgenossen zueinander. Die machen das weiter, was sie nicht beenden konnten. Alter, ich finde die so geil. Irgendwo müssen die aber auch schon kämpfen. Warum kämpfen nur die? Sind die behindert oder was? Alter, komm, das sieht so falsch aus. Ohne Scheiß. Das sieht so falsch aus. Sieht euch mal sein Papi-Gesicht an und seine total glatte Haut. Ich habe eigentlich nichts gegen glatte Haut, weil Dinosaurier hatten vielleicht solche glatte Haut. Aber trotzdem, abgesehen davon, das ist doch nicht ernst zu nehmen. Das ist nicht mein Acrocanthosaurus so richtig. Das sieht aus wie ein Typ mit Glatze. Oh, kämpfen sie jetzt alle? Offenbar ja. Und ich sehe, das ist hier gerade E720, der voll gegen Dimitria Kantosaurus kämpft. Und der wird sie jetzt verkloppen. Ihr habt, der ist tot. Dimitria Kantosaurus ist schon mal ausgeschieden. Der wird auf jeden Fall das Gegner nicht gewinnen. Oh, das Pletosaurus kämpft gegen Tovosaurus. Sehr interessantes Spektrum an Kraft. Beide sehr kraftvolle Fleischfresser. Einer aus Jura, andere aus Kreide. Aber der Jura bekämpft den Kreide. Nein! Ja, der war tot. Wie sieht's hier aus? Der Dakota Raptor will gegen Vastatosaurus kämpfen. Das nützt aber nichts. Der Malusaurus ist auch auf der Suche nach einem Herausforderer. Und hier kämpft jetzt der Original Mayungasaurus gegen. Ich würde sagen, das ist von der Form her Megaraptor? Megalosaurus? Ich glaube, Megalosaurus ist das. Jedenfalls ist er tot. Ja, der ist tot. Der hat verloren. Der wird auf jeden Fall nicht das Gehege für sich gewinnen. Aber da will jemand einen Kampf gegen V-Rex machen. Und der Kampf gegen V-Rex wird jetzt beginnen. Oh mein Gott, wie die Berge aussehen. Sieht so unreal aus. So. Das ist der ultimative Battle um das Gehege. Jeder will was davon abhaben. Oh, sehe das Spinosaurus hier, der hat auch verloren, der neue, den ich mir geholt habe. Das war's, der ist tot. Das Wort zerschreddert. Der Siatz. Ich würde sagen, das ist der Siatz. Sieht auch ganz schön ramponiert aus. Ah, den Balauer? Den scheint es ziemlich gut zu gehen. Gut, der flüchtet so ein bisschen. Der sieht aber wegen anderen Dingen wegen anderen Gründen schwach aus. Und das ist der, dass er einfach unterlegen ist gegen allen. Er ist Vegetarier. Und das macht ihn nicht gerade sehr stark. Zurück zu den Fleischfressern. Wer kämpft hier noch? Oh, hier haben sich zu einer Rotte zusammengerottet. Oh, der Megaraptor. Das ist auf jeden Fall der Megaraptor. Er kämpft gegen den Draco, den Titan.
Und der ist ziemlich gut. Alter, der hat dreimal hintereinander angegriffen. Ich habe das Gefühl, Mega Raptor wird gewinnen. Kann mich aber auch irren. Mega Raptor. Oh, den gibt's ja auch noch. Allosaurus ist noch am Leben. Hab ich nicht gedacht. Hier. Kagadontosaurus versus Ceratosaurus. Das ist ein ultimativer Fight. Aber der. Ah, der KK hat ihn für sich entschieden. KK, ich hol dir das Auto. Das ist Frontier-Animation. Sieht total daneben aus. Auch Chomp hat's nicht leicht. Oh, wer ist hier gestorben? Das war der Malu. Der Malusaurus, der hat gegen den Aukasaurus verloren. Unglaublich. Der Aukasaurus. Hä? Der Irritator? Nee, der Ichthyovenator. Der Ichthyovenator hat den Yang Chuano getötet. Mein Gott. Und die stärken sich gerade an ihren Kadavern. Was auch sehr nützlich ist, vor allem. Vielleicht ist es auch für Chomper sehr nützlich, denn der kann nämlich dadurch länger überleben. Friss, Chomper, friss. Friss, damit du nicht sterben musst. Der hätte wahrscheinlich nie mal Wunden kassiert. Chomper, du musst was essen. Du bist als gutartiger Scharfzahn nicht dazu in der Lage, auf Dauer ohne Töten zu überleben. Und so beschließt er, einen seiner besten Freunde zu essen, nämlich den hier. Wer ist das? Das ist nicht der Mayunga, oder? Das sieht mehr aus wie einer der neuen. Das da hinten ist der Ceratosaurus, der ist tot. Was Tatosaurus? Allosaurus kämpft gegen den. Gegen den dünnen Fuzzi hier. Und er wird gewinnen. Tatsächlich. Ich habe es eigentlich gerade nur aus Spaß gesagt, aber ich weiß, wie overpowered Allosaurus ist in diesem Spiel. Genau deswegen können die auch gewinnen. Wow, was war das denn? Oh, das war der Hybrid. Aber incredible. Vor allem, dass der Ichthyovenator bisher so lange überleben konnte. Wundert mich. Der Draco nennt Titan, nutzt einfach mal die Chance, um sich die Beute als sein eigen wahrscheinlich zu nehmen. Oh, der Hybrid frisst. Der Inspindoraptor. Oh, wie der heißt. Das ist jedenfalls ein Hybrid von Jurassic World Alive. Und der hat es auf Hausdick hinter den Ohren, weil der aus Indoraptor und aus Spinosaurus besteht. Und jetzt kämpft er gegen V-Rex. Oh, das wird hart werden. Das wird hart werden. Das wird hart werden. Nom! Oh Gott, er ist wirklich tot. Üh.
sauber erledigt. King Kong wäre nicht stolz auf ihn. Alter. Der Inspindoraptor. Der Acrocanto ist noch am Leben. Warum ist er noch am Leben? Vielleicht ist noch die beste Betonung, vor allem wenn er sich jetzt schon so Allosaurus gegenüberstellt, kann ich mir doch denken, dass die sich jetzt kloppen werden. Yep. Jetzt geht sie ihm an den Kragen. Da liegt auch noch ein Toter. Och, was macht ihr denn für eine behinderte Scheiße? Ich will euch kämpfen sehen. Oh, dem Ichthyovenator geht jetzt auch an den Kragen, sehe ich gerade. Der sieht auch schon etwas geschwächt aus. Oh, Torosaurus. Ey, Fotobomber. Danke, dass du den Kampf störst. Torosaurus gegen Draculen Titan. Und der Torosaurus erscheint mir im Vorteil zu sein. Oh Gott. Das wird heftig werden. Selbst wenn der ultimative Hybrid hier, der auch so badass ist, gegen den Torosaurus verliert, dann gute Nacht. Dann gehört das Gehege wohl lieber den Torosaurus. Leb wohl. Und jetzt erstmal eine Runde schlafen. Aber ich glaube, der wirkt nichts. Der hat wirklich keinen Schaden erlitten. Sehe ich jedenfalls nicht. Jetzt schläft er aber. Ja, beißt den Schwanz. Das sah jetzt voll aus, würde den voll so in den Schwanz beißen wollen. Der hat sich wahrscheinlich mit Fischen gestärkt. Die machen ja nichts anderes, wenn sie sich stärken. Du siehst auch trotzdem gut aus. Und jetzt geh. Geh und kämpf für mich. Yeah. Nein. Er ist tot. Ich wollte, dass er kämpft, aber nicht so. Das war erbärmlich. Der ist ja fast schon mit einem One-Hit K.O. geholt worden. Als hätte man es sehen können. Ich glaube, das sind da nicht mehr viele übrig. Wie viele sind da überhaupt noch übrig? Ich muss mal ein Overview machen. Ich glaube, die sind alle weggestorben. Oh Gott, es gibt wirklich keine mehr. Und Chompa hat trotzdem überlebt. Wenn er so weitergeht, ist Chompa der Gewinner. Allosaurus kämpft gegen den Inspindoraptor. Mach tot! Ey, die hatten wirklich tot gemacht. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Der hat ihn wirklich erlegt. Scheiße. Und dann geht es natürlich noch den ultimativen Match Allosaurus gegen Aiosteon. Wahrscheinlich wird es darauf auslaufen, dass dieser Dinosaurier hier gegen Allosaurus kämpfen wird. Der Aiosteon. Ein Verwandter der Megaraptoren. Und deswegen ist er auch nach Allosaurus designt worden, weil das nämlich das passende Körperdesign von den Megaraptoren ist. Oh mein Gott. Aerosteon versus Torosaurus. Und der Torosaurus erscheint mir so ein bisschen im Vorteil.
dreimal hintereinander. Oh mein Gott, der ist tot. Scheiße. Oh nein. Nein! Er ist tot. Verdammt. Ja, er ist tot. Ein Zuck und er ist weg. Okay, das wird wohl doch nicht mit Allosaurus vs. Aerosteon. Ah, der Raptor, der schlägt sich auch wacker. Der kann zwar nicht gegen die Viecher hier kämpfen, aber... Jetzt hebt man das sich einfach mal richtig an. Es ist so richtig krass, ey. Und Chomper hat auch inzwischen schon seinen Weg gefunden, sich hier durchzumogeln. Der kämpft nämlich mal gar nicht. Ich habe mich überhaupt noch nicht kämpfen sehen. Bisher ist er vor den ganzen Räubern nur abgehauen. Wie im Original. Da ist er auch immer vor den ganzen Räubern abgehauen. Und selbst der Acrocanthosaurus, der hat sich bisher als handfester Beweis einer großen Killermaschine bewiesen. Das wird wohl wehtun. Und selbst der Tovosaurus. Oh Gott, es läuft wirklich zwischen den beiden hinaus. Oh mein Gott, wirklich. Das wird sowas von schief laufen. Mein Gott. Er schlägt sich wacker. Los, mach jetzt du auch mal was. Alter, kann nicht sein, dass der Allosaurus mal allein was macht. Das hast du deiner Unfähigkeit zu verdanken. Vielen Dank auch, du Gnom. Jetzt doch tot. Das hat er halt tauscht. Das war das Ende von Acrocanthosaurus. Allosaurus ist overpowered. Das habe ich schon oft gesagt, aber der hat auch sein eigenes Gehege eigentlich schon. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, der gewinnt nicht, aber ach, so ein Kack, ey. So ein Kack, ey, so ein Kack, ey, so ein Kack, ey. Aber Tovosaurus ist auch noch da. Er wird hoffentlich die Krone davontragen. Hallo? 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 Oh, der ist so toll. Ich mag den Tovosaurus. In Prehistoric Kingdom gefällt mir tatsächlich noch besser. Kann man hier so durch die Bäume gehen? Oh mein Gott, man kann durch Bäume gehen. Naja, nicht so wie ich dachte. Ich habe so ein mieses Gefühl, wer hier gewinnen wird. Also ganz mieses. Hoffentlich bewahrheitet sich das nicht. Selbst die Superhybriden sind jetzt alle tot. Das ganze Gehege ist leer gefegt. Nichts ist mehr zu sehen. Nicht mal der Zamuxis hat es überlebt. Der ist wahrscheinlich gefressen worden von einem der Riesenviecher. Und das ganze Gehege ist leer. Oh mein Gott, der Kampf hat schon die ganze Zeit begonnen und ich merke das nicht mal. Und der Tovosaurus hat einen Vorteil sich erkämpft. Oh Gott. Sie haben den Kampf abgebrochen. Kampfwunden, Kampfnarben. Es wird heikel zwischen den beiden. Wenn sie sich noch ein bisschen erholt haben, dann geht es wieder weiter. Das kann ich euch versichern. Ich kann euch versichern, dass es doch ein ultimatives Ende nehmen wird. Aber richtig fett. Der Tovosaurus, der rennt auch schon so durch die Gegend, so wie ich spreng dich, Junge. Warte nur, bis ich mich ein bisschen erholt habe, dann bringe ich dich.